Willkommen zu meinem neuen Video. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Wie lange haben wir unser Leben selbst in der Hand? Ich habe eine Statistik gesehen, in der beschrieben wurde, dass immer mehr Menschen heute älter werden und im höheren Alter auch tatsächlich Demenzkrankheiten oder Alzheimer und andere ähnliche Krankheiten entwickeln. Ich habe es selber gesehen in meinem Verwandtenkreis und auch in meinem Freundeskreis und ich habe auch gesehen, was es bedeutet. Die meisten von uns gehen davon aus, dass wir bis ins hohe Alter unseren eigenen freien Willen behalten. Die Macht über uns, die Macht über unseren Körper und auch die Macht über das, was ich besitze, auch über die materiellen Dinge. Manchmal und immer öfter offensichtlich kann aber eine Situation entstehen, wo ich innerhalb allerkürzester Zeit die Macht über das, was ich habe und meinen freien Willen verliere. Ich habe es jetzt mehrere Male gesehen, dass Menschen um mich herum gedacht haben, dass sie noch einen freien Willen haben und ihn teilweise tatsächlich auch noch haben in den klaren Momenten. Aber in den nicht so klaren Momenten verwirrt sind und tatsächlich von freiem Willen, klarem Verstand, ein klares Bewusstsein nicht mehr der Fall ist. Und das bedeutet dann sehr, sehr schnell, dass ich das Sagen über meine eigene Situation verliere. Warum möchte ich dieses Video zu diesem Thema machen? Weil es auch Teil unseres Lebens ist. Und wie ich ja sehr oft sage, dass wir wesentlich viel zu wenig über das Thema Tod, über das Thema Gehen und auch darüber sprechen, was dann ist, was dann mit mir sein wird und auch mit den Dingen, die ich liebe, die um mich herum sind. Sehr oft, wenn ich nichts geregelt habe, und ich kenne viele, viele Menschen, die mir sagen, und meine Mutter hat es auch immer gesagt, noch bin ich da. Noch habe ich einen eigenen freien Willen. Ja. Aber wenn ich nicht mehr da bin oder nicht mehr diesen eigenen freien Willen habe, weil ich zu verwirrt bin, dann ist es zu spät. Das heißt, die Dinge müssen organisiert und geregelt werden, so schwierig es manchmal fällt, solange ich noch bei klarem Verstand bin und solange ich auch noch lebe. Ich habe euch erzählt, für mich, die Erfahrungen, die ich gemacht habe mit solchen Situationen, haben dazu geführt, dass ich meine Dinge schon früh geregelt habe. Es ist wichtig. Ihr müsst es früh regeln. Und immer wieder, immer öfter und immer öfter merke ich um mich herum in bestimmten Situationen, wo ich auch gefragt werde oder wo ich auch helfen kann, merke ich, dass die Menschen, die ich da kenne oder kennenlerne, dass die viel zu lange damit warten, was sie tun möchten, was sie organisieren, wo sie klar machen, was sie möchten und was sie nicht möchten. Und dass dann andere Menschen kommen und über sie entscheiden. Was natürlich dann in einem extremen Fall zu ganz fürchterlichen Situationen führen kann. Wenn ich nicht klar gemacht habe, dass ich bis zum Schluss zum Beispiel zu Hause leben möchte, zu Hause versorgt werden möchte. Und das kann auch Menschen passieren, die richtig viel Geld haben, ja, die eigentlich Geld hätten für eine persönliche, private Haushälterin. Wenn ich das nicht organisiere und es kommt ein Zeitpunkt, wo ich nicht mehr klar, nicht mehr bei klarem Verstand bin, dann kann es passieren, dass ich wirklich innerhalb von einem Tag oder einer Woche aus meinem Haus raus muss. Und alles, was ich hatte, vielleicht noch ein paar Dinge mitnehme, die mir lieb sind, aber zurückbleibe oder gehe, zurückbleibe in dem Gehen mit dem Gefühl, dass ich überhaupt nichts mehr machen konnte und nichts mehr erledigen konnte und auch nicht mehr mich über das freuen konnte, was mir mein war. Ja, vielleicht mein Garten, vielleicht mein schönes, wunderschöner Stuhl im Garten, mein Frühstück draußen und. All diese Dinge können mir genommen werden innerhalb von Sekunden, wenn ich nicht ganz klar, von Sekunden, von Tagen, von Wochen,
manchmal wirklich von Tagen, wenn ich nicht ganz klar und deutlich festlege, was ich will und was ich nicht will. Und ich merke, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der auch dadurch, dass auch unser Gesundheitswesen immer engmaschiger wird, auch immer mehr Druck darauf steht, dass in einer solchen Situation immer mehr Menschen, die auch älter werden, die dadurch auch immer mehr die Chance haben auf solche Krankheiten, auf Demenz oder Alzheimer, dass da immer mehr Menschen sind, die wirklich nicht mehr, obwohl sie es teilweise noch können, sagen dürfen, was sie wollen und was sie nicht wollen. Und das ist eine super, super traurige Geschichte. Und deswegen das Video hier wirklich, das kann ich wirklich jedem nur sagen. Organisiert zeitig. Organisiert zeitig das, was für euch wichtig ist. Ich habe Menschen erlebt und ich erlebe Menschen, die mir sagen, noch kann ich entscheiden, was passiert und was nicht. Die es aber nicht mehr können, weil längst andere über sie entschieden haben. Und ich habe diese Geschichte schon mal erzählt, als mein Vater, der wirklich von einem auf den anderen Tag umgekippt ist. Als der im Krankenhaus lag, mussten Entscheidungen getroffen werden. Und meine Mutter war dazu nicht in der Lage, obwohl sie selber der Meinung war, dass sie in der Lage war. Aber die Ärzte haben gesagt, sie ist nicht in der Lage. Es gab dann einen Gerichtsprozess. Und beide in diesem Prozess, also ich wurde gefragt, ob ich das machen würde, die Verantwortung übernehmen. Und ich habe die Verantwortung, ich habe ja gesagt. Und dann musste ich tatsächlich zu Gericht, um dort wirklich vor Gericht, ja, zu sagen, es wurde auch geguckt, wer ich bin und wie ich rede. Und der Richter hat dann entschieden, hätte ich das nicht übernommen. Es gab dann sogar eine kleine Diskussion mit meiner Mutter, weil sie hat nicht verstanden, warum sie das nicht machen konnte. Sie wollte es machen, aber sie war nicht mehr dazu in der Lage. Sie war der Meinung, sie wäre dazu in der Lage, aber sie war nicht dazu in der Lage. Und hätte ich es nicht gemacht, wäre eine fremde Person da gewesen und hätte die Entscheidungen treffen müssen, was mit meinem Vater passiert oder nicht. Und es gibt viele solche Fälle. Ich will jetzt niemandem hier beschuldigen, aber es gibt viele solche Fälle, wo dann solche außenstehenden Menschen auch Entscheidungen treffen, die nicht im Sinne derjenigen sind, weil sie die Person auch nicht kennen. Manchmal auch, sehr selten, aber manchmal, weil sie vielleicht nicht die richtigen Entscheidungen vor Augen haben. Auch das, wir sind Menschen, nicht jeder Mensch ist gut. Es gibt auch Menschen, die haben andere Intentionen. Dieses Video ist da wirklich, um euch nochmal klar zu machen, dass es jedem passieren kann, jedem. Es kann auch mir passieren. Es kann euch passieren. Es kann jedem passieren, dass ich nicht mehr weiß, wer ich bin. Und das kann manchmal schneller gehen, als ich es mir vorstellen kann. Und das Schlimme an der Geschichte ist, dass wir das selber oft gar nicht merken. Ja, wir merken, ich vergesse mal was, ich vergesse mal öfter was. Und wir fragen auch vielleicht unsere Kinder, unsere erwachsenen Kinder, glaubt ihr, dass ich langsam verrückt werde? Ja, ist es so? Vergesse ich Dinge? Da kann ich nur hoffen, dass wir wirklich in unserem Kreis der Verwandten, der Kinder, der erwachsenen Kinder oder der Partner Menschen haben, die uns ganz ehrlich sagen, wie der Stand der Dinge ist und sagen, hör mal, du vergisst immer öfter. Du kannst dich nicht erinnern, du kannst dich nicht an Namen erinnern, du kannst dich nicht daran erinnern, wo die Schlüssel liegen, du kannst dich, ja, das sind einfache Dinge, du kannst dich aber auch nicht daran erinnern, was du gestern noch gemacht hast oder wer zu Besuch war, wo du warst. Wenn diese Dinge nicht mehr da sind, dann wird's heftig. Und dann kann ich nur hoffen, dass ich Menschen um mich herum habe, die sich auch trauen, das ehrlich zu sagen, das ehrlich zu kommunizieren, damit ich rechtzeitig vor dieser Zeitpunkt da ist schon, meine Entscheidungen treffen kann, meine Dinge regeln kann, damit ich bis zum Schluss in Würde leben kann und nicht plötzlich von einem auf den anderen Tag vor einer Situation stehe, die ich eigentlich überhaupt nicht haben will, die aber dann da ist, weil ich mich nie damit auseinandergesetzt habe. Wir sind alle hier nur eine ganz begrenzte Zeit. Die Seele ist unsterblich, sie lebt ewig.
Aber das Leben hier auf diesem Planeten, in diesem Körper, ist sterblich. Und das gilt für jeden von uns. Ob ich jetzt viel habe oder wenig habe, viele Freunde, wenig Freunde, viel Materielles, wenig Materielles, es spielt keine Rolle. Jeder von uns sitzt da, wir sitzen alle im gleichen Boot. Und wir müssen alle die Entscheidungen treffen. Und das besser früher als später. Über den Tod zu reden, ist super, super, super wichtig. Danke, dass ihr bis zum Schluss zugehört habt und ich wünsche euch einen traumhaft schönen Tag.